So, ich habe gerade noch mal eben kurz geschaut. Die Sache ist, das Schwert kann ich nicht noch mal upgraden. Dafür habe ich noch, glaube 4 oder 5 Punkte in die Rüstung reingesteckt, in die Beinschienen noch 2 und einen, glaube ich, noch in die Armschienen. Von daher hoffe ich einfach, dass wir noch ein Stück weit mehr aushalten werden jetzt, wenn wir gegen den Boy kämpfen. Und der uns nicht nochmal komplett so krank lang macht wie gerade. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich hab nicht. Was ganz Wichtiges vergessen. Wirklich was fundamental Wichtiges. Wenn ich jetzt nicht hier mich eben hinsetze, haben wir erstens 2 Estusflaschen weniger und zweitens wären wir sonst, glaube ich, wieder in Anolondo oder so gespawnt. Das wäre ja auch nicht das gewesen, worauf wir Bock gehabt hätten. Ich zumindest nicht. Boah! Warum läuft er mir denn jetzt bis dahin nach? Boah, man hat doch echt absolut gar keine Schnitte gegen den zu heilen, ne? Das ist der pure Wahnsinn. Außer wenn sein Griff einmal ins Leere geht, dann kann man es versuchen, aber selbst dann ist es schwierig, das hinzukriegen.
Rein hier. Geradeaus. Was? Kannst du bitte mal Abstand nehmen? Holy shit, Alter! Hallo, lock on, bitte! Ich glaube, das ist wieder ein Boss, vor dem einfach rückwärts laufen gut funktioniert. Früh gedodged. Ah! Ich dachte, der macht aus den dritten Schlag und ich kann heilen. Fuck. Ah! Oder ich muss jedes Mal heilen, wenn ich ihn stagger. Das heißt, ich treffe ihn mit dem Schwert. Obwohl, das dauert halt so lange, bis er das Schwert wieder hochgezogen hat, dass er mir sowieso wieder auf die Fresse haut. Heizung ist nicht mal an und ich bin schon vollkommen am Ölen, ey.
Ich weiß nicht mal mehr gerade, was ich sagen soll. Ich bin gerade einfach nur noch. Versuche mich gerade einfach nur noch so dermaßen hart zu konzentrieren. Lockern? Hat gehittet, hat ihn aber nicht gestaggert. Was geht ab? Yo! Ich glaube, das wird mein Last Try für heute und dann mache ich morgen weiter. Ich habe gemerkt, Pausen funktionieren echt verdammt gut in diesem Spiel. Dass man einfach mal runterkommt und ein bisschen lernt sich wieder zu konzentrieren. Ich meine, ich habe heute Nito gekillt, ich habe heute hier den ich jedes Mal vergesse, dass das der scheiß Abgrund ist. Die Four Kings gekillt, ich habe das Bed of Chaos gekillt, also drei Seelen, drei Lord Souls habe ich heute geholt, plus die ganzen Zwischenbosse, die dann noch auf dem Weg lagen. Dann würde ich sagen, ich habe heute definitiv gut was geschafft. Ein tiefster Respekt geht einfach nur an jeden, der dieses Spiel hier irgendwie innerhalb von einer Stunde Speedrun oder was bei manchen Leuten abgeht. Ach komm! Ich glaube, ich muss das einfach so spielen und so tun, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, Binding of Isaac und sagen, du gehst jetzt in den Raum rein, hast maximal drei Leben und zwischengeheilt wird nicht. Und dann muss ich irgendwie versuchen, ihn dadurch zu beaten. Letzter Versuch am heutigen Tage. Was der da ausweicht, ist halt frech.
zwischengehalbiert. Oder auch nicht. Ist er eigentlich darauf programmiert, einen anzugreifen, wenn man hielt? Oder wenn man stehen bleibt, das muss ich mal kurz ausprobieren. Rein theoretisch könnte es sein, dass er darauf programmiert ist, wenn man stehen bleibt, auf einen zuzudashen, dann könnte man ihm ausweichen und dann healen. Das muss ich mir noch kurz angucken. Das wird mich jetzt noch interessieren. Ich habe keine Energie. Bleib stehen. Ich habe irgendwas im Rücken. Ja, Juri, dann war es das erstmal für heute. Ha, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt gesund. Haut rein.